Das große Entscheidungskochen mit unseren Kandidaten Franz Josef und Gary sowie ihren Coaches Alexander und Roland. Hallo ihr Lieben, ich weiß, keiner von euch möchte gerne bei dieser Runde dabei sein, aber trotzdem herzlich willkommen beim Entscheidungskochen. Einer von euch wird es in die nächste Sendung schaffen, einer muss leider gehen. Oh shit, da machst du so eine blöde Fehler und dann, ja, stehst du da. Die Entscheidung trifft Heinz Beck. Heinz Beck hat das Potenzial, dass die Kandidatin unterschätzen. Eine schwere Entscheidung und mir tut es leid, dass leider nur einer weiterkommen kann, aber das Spiel ist leider so, ja. Und da komme ich, kleine dicke Chinese aus Amsterdam, und da muss ich auch noch gegen Franz Josef. Einer ist sehr guter Koch mit sehr viel Erfahrung aus Berlin. Alexander und Roland, ihr dürft eure Kandidaten beraten, ihr dürft anreichen, aber ihr dürft wie immer nicht mitkochen. Liebe Kandidaten, beim Entscheidungskochen bleiben wir beim Thema Italien, widmen uns aber den Antipasti. Mein Gott, Antipasti ist ja super. Ihr habt 30 Minuten Zeit, um den besseren Antipasti-Löffel zuzubereiten. 30 Minuten Zeit, also ja, man sollte nicht auf ein Schmorgericht gehen. Heinz, vielleicht von deiner Seite ein allgemeines Wort zu Antipasti. Was liebst du an ihnen besonders? Jungs, hört zu, was dieser Mann sagt. Denn jedes Wort gehört zur Rezeptur. Also, wenn die ganz leicht sind, frisch und einfach zu verdauen, also nicht zu verspielt und zu schwer. Antipasti ist ein ganz tolles Thema. 30 Minuten ist eine sehr kurze Zeit. Deswegen muss einer ganz, ganz organisiert arbeiten und sauber arbeiten. Das ist ja immer ganz, ganz wichtig, dass man dann am Ende auch einen schönen Löffel vorbereiten kann, der auch schön dekorativ sein sollte, weil Antipasti ist ja der Aufgang des Menüs. Okay, ich esse gerne, wenn ich beim Italiener bin. Aber wie soll ich das in einer halben Stunde auf einen Löffel bekommen? Der soll auch ein bisschen was fürs Auge haben, ja? Bei Antipasti muss man aufpassen, dass er nicht denkt, dass man jetzt so einen Teller machen muss, wie es beim Italiener gibt. Ne? Ein bisschen Aubergine, ein bisschen Paprika. Sondern es bedeutet, dass man eine Vorspeise macht. Okay, vielen Dank für deine Tipps. Lieber Heinz, bevor Franz Josef und Gary jetzt loslegen, muss ich dich in deine Garderobe bitten. Du sollst ja nicht mitbekommen, wer was hier zubereitet. Für euch viel, viel Glück, ja? Und ich lasse mich überraschen. Garantiert macht's ihr super, super Vorspeisen. Alles klar, dann bis gleich. Lieber Franz Josef, lieber Gary, in der nächsten halben Stunde geht es um alles. Entscheidungskochen ist eigentlich so doof, dass ich es lieber eine halbe Stunde mache wie eine Stunde. Eure 30 Minuten Kochzeit starten jetzt! Du hast jetzt Kalbsfilet? Ja. Parmesan? Jawohl. Hast du Zucchini? 30 Minuten ist schon nicht einfach. Knackig, ja. Das ist krank. 30 Minuten sind schon wenig Zeit. Da muss man sich das Richtige überlegen. Großer Schock bei Coach Alexander Hammann. Franz Josef, sag mir eine Vorspeise, die du italienisch gekocht hast, die du gut kannst. Also ich hatte wirklich keinen Plan, da ich auch kein Italienurlauber selber bin. Und in dem Moment hat mich Alexander ein bisschen aufgefangen. So, pass auf, jetzt hörst du mal zu. Es gibt in Italien ein Gericht, das heißt Carne Cruda. Das ist ein Kalbstartar mit Staudensellerie, Limone, Parmesan, Späne. Ein absoluter Weltklassiker. Okay. Ja, auch wieder was gelernt zum Thema Antipasti. Ich dachte wirklich nur, das sind diese eingelegten Dinger. Was würdet ihr machen? Ich würde was mit Gemüsen machen, wirklich. Irgendwas Geschichtetes. Ich habe den Herr Beck studiert, was sein Stil ist. Es muss elegant sein, es muss leicht und frisch sein. Wir machen Garnele mit einer Burrata. Wir werden eine Garnele roh machen. Ja, das ist ein klassischer Antipasto, ganz leicht, ja, mit einer Zitronenvinaigrette. Und dann werden wir eine Burrata-Creme mit dem rohen. Ich dachte, man darf nicht mitkochen. Halt du die Goschen da um, du Affe. Also darum ist man zum Anfeuern und nicht die Kollegen. Ich habe mir das nur von dir abgeguckt.
Nee, aber guck mal, der Alexander, der hat noch nichts gemacht. Die haben nur noch 25 Minuten und die halten immer noch eine Rede. Des Kalbstartar schön in Würfel geschnitzt, okay? Und dann suchen wir uns den feinsten Staudensellerie und schneiden den schräg. Und dann legen wir hier ein paar von den Scheiben hin. Ja, nach der Zeichnung macht ja auch alles so ein bisschen mehr Sinn. So, los geht's. Ja, wir müssen ganz exakt arbeiten, okay? Antipasti ist wohl jede Art von Vorspeise. Habe ich erfahren. Gut. Dann Vorspeise. Ich kenne das Gericht so gar nicht. Hammer. Hammer. Es wird auch richtig lecker. Ja, was soll er auch sagen, gell? Natürlich sagt er, das macht man. Er hat ja auch keine Idee gehabt. Also wir machen ein schönes Carne Cruda. Das Kalb nur mit Limone und Olivenöl. Super geil. Ganz dünne Scheiben Staudensellerie, 2-3 Späne Parmesan. Finito. Ja, aber müsst ihr Gas geben. Gut, ne? 24 Minuten. Ich frage mich auch, was macht ihr noch für 10 Komponenten? Ey, Alter. Ja, die müssen ja nur ein bisschen Tartar schneiden. Ja. Also letzte Woche stand ich unten. Ich kann mich da hineinversetzen, wie der Franz Josef sich gerade fühlt. Keine schöne Sache, im Entscheidungskochen zu stehen. Aber da muss jeder mal durch. Entscheidungskochen ist echt kein schöner Moment, weil einer von den zwei geht. Das ist einfach klar. Also ich sehe auf jeden Fall die Küche vom Alexander wesentlich entspannter. Beim Roland und Gary war es einfach sofort Vollgas und machen ganz viele Dinge. Hast du jetzt Garnelenkopf drinnen? Burrata ist eigentlich Mozzarella, aber in eine viel cremige und zartere Form. Und dann tust hier die Haut ganz leicht weg. Ja? Ja. Dann schneidest die Länge. Solche Dinger, ja. Weil die können wir dann schön anrichten, in die Höhe gehen. Ja. Mit Gary ist es mittlerweile echt so, dass er mir immer mehr vertraut und dadurch mich näher an ihn ranlässt. Hast du genug Garnelenköpfe? Nee, gehen wir noch her. Bei einer Garnele, beim Gruß, die ist einfach der Geschmack wirklich im Kopf. Auch im Schwanz, aber viel mehr im Kopf. Antipasti ist ein ganz schwieriges Thema. Ich finde, es ist eine ganz brutale Range an Produkten, was du da verarbeiten kannst. Ja. Da ist im Moment keine klare Linie für Antipasti. Was mag dann der Juror wirklich? Mag er eine leichte, eine knackige Antipasti? Mag er was Cremiges? Ich finde es sehr schwierig. Probier das mal. Ja. Gary und Antipasti, das passt absolut nicht. Oh, was war das? Das hat ein wirklich konzentriertes Geschmack. Gut, oder? Ja, gut, ja. Der Gary macht mich irre. Der Roland ist natürlich schon mal ein Konkurrent, weil der sich ja grundsätzlich mit dem ganzen Zeug auch mal auskennt. Also DNA-technisch hat er das aufgenommen. Ich habe Bedenken wegen Roland. Gegen den Italiener beim Thema Italien, um die Entscheidung zu kochen, fand ich. Scheiße. Wir haben schon gescheit italienisch gekocht, ja. Und unser Löffel war der schlechteste. Also kann ich überhaupt gescheit italienisch kochen? Man verliert ja auch an Sicherheit. Ich glaube, Roland ist im Moment noch nervös, ja. Ich bin der einzige Italiener unter den ganzen Juroren. Und der Löffel fliegt raus. Fängst du auch dann an zu zweifeln an dir selbst? Ja, mit dem Herrn Beck ist es ganz schwierig. Ob das gut geht, weiß ich nicht, weil er sagt, mische niemals Fisch mit Käse. Ja. Ich meine, das ist jetzt eine Garnele, gell? Aber so, wir müssen natürlich jetzt sehr authentisch arbeiten, weil ihr habt es nicht gesehen, ja? Ihr wisst ja, wie es da bei dem so ist. Heinz Beck ist gnadenlos und verzeiht auch nichts. In der Küche macht er keine Gefangenen zu machen. Also das wird schwer, ne? Meine Zeit ist einfach noch nicht gekommen. Das wäre schon sehr traurig, weil ich würde auch gerne noch mal ein paar Sachen zeigen, die ich kann. Schauen wir mal. Franz Josef ist halt wieder in seiner Entscheidungsschwäche natürlich. Schon nicht einfach. Aber dafür bin ich ja da. Ja, Alexander hat mir sehr viel Arbeit abgenommen, da er wirklich schon viel Erfahrung mit dem Gericht mit reingebracht hat. Finger raus. Aufpassen! Ja, der darf schon kommen. Es wird nichts. Das stimmt. Aber mach dir nichts draus. Bei mir auch nicht. Wenn du es jetzt schon für dich erkennst, ist doch gut. Ganz klar. Ein Kampf zwischen Alexander Herrmann und Roland Rettel. Der Stinkefinger geht auch manchmal im Unterbewusstsein auf. Aber wir lächeln dabei. Ey, was machst denn du? Oh, das wird gut. Wird sehr gut.
Gary, ich liebe dich auch. Nein, ich habe das ernst gemeint. Ich habe das ernst gemeint, Gary. Ich mache das Spiel mit und begrüße ihn und lächle ein bisschen. Ciao. Na, okay. Ich habe das echt ernst gemeint. Okay, dann ist sehr lieb. Glaubst du es? Ja. Es sind nicht alle wieder Drittel. Gary. Ja? Deine Pinienkerne. Ja. Geil. Alles gut? Ja. Weißt du, wenn du so in der Küche arbeitest, ne, dann hast du nicht mehr verdient als bedingungsloses Grundeinkommen. Weißt du? Die Stress. Gary? Ja? Ich probiere jetzt mal eine anzurichten, ja? Ja? Ich meine, mehr Italien geht nicht. Weiß, grün, rot. Frau Roland, probiert. Guckt. Garantiert. Also spitze. Besser geht's nicht. Das ist Sizilien, Apulien und Toskana. Weißt, das geht sich aus. Das geht sich aus. Jetzt haben wir es bald. Heute reicht's mir. So. Ich fand's schade, dass Franz Josef jetzt nicht so viel helfen konnte. Mayonnaise, ne? Reinhalten. Also der hat das Fleisch geschnitten, ne? Dann hat er Eier getrennt für die Mayonnaise. So. Dann kommt lang nichts. Das mit Salz abschmecken. Ja. Hauch, Abrieb. Eigentlich hat er das gemacht, was ich machen müsste. Ja. So, nimm einen Löffel, probier. Als wir verkostet haben, ich fand dann auch schnell, dass diese Salzflocke da oben drauf etwas zu viel war. Ein bisschen zu Salz. Also, na dann wird es schon schwer, ne? Du fangst an anzurichten, Gary. Ja. Ja, nicht, dass wir uns danach abzittern. Nein, ich fange an. Boah, wie ich sitze. Scheiße. Ganze Körper. Ruhig bleiben, Gary. Ruhig. Ruhig. Alles wird gut. Hey. Jetzt atme es mal durch, ja? Langsam. Hey. Ein Plus, dass er da an meiner Seite steht, um mich zu helfen. Entspann dich. Nein. Augen zu. Irgendwie war komplett durch. Beam dich weg, ja? Mhm. Bist gerade in Amsterdam, hab so ein Joint rein. Ist voll entspannt. Der arme Kalle. Das ist ein Scheißgefühl, ganz ehrlich. Okay. Ja, und jetzt gehst du her und tust hier drüberlegen, ja? Ich hab mir absolut eine kleine Junge gefühlt, wenn er das gemacht hat. Und jetzt ganz entspannt die Soße rauf, ja? Aber für mich ist es so ein Löffel. Eine ganz neue Welt, natürlich. Cool, okay, ja, schön, Gary, super. Der hat auch gezittert, ja. Der hat ja nichts mehr hingekriegt, der arme Gary, ja. Ist so geil. Gary ist ein witziger, cooler Typ, ist ein echt offener Mensch. Ja, da steht man schon halt mehr hinter Gary. Ja. Ich habe wirklich in die halbe Stunde so viel gelernt. Das ist unglaublich. Oh, wie elegant das ist. Mein Gott. Es ist die italienische Flagge, oder? Das ist die italienische Flagge, der Tricolore. Ja. Oh mein Gott, das war eine gute Zusammenarbeit mit der Roland. Und jetzt ganz fein gehobelt, vielleicht mal Spur mehr Parmesan, wenn das Salz weg ist. Okay, so, das sind jetzt zwei. Ja. Ja, du entscheidest, alles, was du jetzt noch dazu tun willst, tust du dazu. Ich wollte es doch ein bisschen puristisch dann alles halten. Dann muss man wirklich auf jedes kleine Detail, was drauf liegt, aufpassen. Schaut geil aus, oder? Schmeckt auch gut. Schöne Pfeffernote, Kalb, merkst du? Super! Hebe die Hand. Ja! Super, Franz Josef. Super. Alter, wow. Ich bin überzeugt, der Beck flippt aus. Bombe. Sehr zufrieden. Wir haben einen Carne Cruda gemacht, ja? Ja! Wenn ich gehe, gehe ich mit einem schönen Löffel. Das wäre es jetzt gewesen. Ich glaube, ich hätte gelacht. Ich würde mir das am liebsten jeden Tag zu Hause machen. Es ist unglaublich. Alexander, du bist so ein Geiler. Das sind die Gerichte, aber er ist der Richter. Willkommen zurück, Heinz Beck. Komm an meine Seite. Lieber Heinz, Franz Josef und Gary haben die besten Antipasti-Löffel für dich gezaubert. Einen wirst du weiterschicken, einen nach Hause. Ja. Das tut mir sehr leid, aber ich muss ja hier anfangen zu sehen, wen wir nach Hause schicken oder nicht, ja?
Also so angespannt wie bei dieser Verkrustung war ich in der ganzen Zeit noch nie. Ey, wenn du schon einen verloren hast, ist es einfach in einer Folge noch mal heftiger. Ja? Italien-Thema. Einen schon verloren. Kompletter Kollateralschaden, ja, wenn jetzt noch einen verlierst. Man kannte es ja aus der Vorrunde schon, dass er wirklich bei jedem Löffel irgendwas nicht toll fand. Allora, ecco. Was kannst du hier erkennen? Ein schönes Tartar. Dann haben wir obendrauf noch Parmesan, Staudensellerie, unten eine Creme, wahrscheinlich Mayonnaise oder sowas, ja. Also mal probieren, ist nicht so einfach. Mal gucken, ne? Sehr schön, auch der Zitrusgeschmack der Soße. Ganz toll. Das war der allererste Löffel, wo er wirklich begeistert war. Erstmal habe ich mich natürlich wahnsinnig für uns gefreut. Sehr, sehr schön, muss ich doch sagen. Ja. Und ich habe mir gedacht, komm, probier den Rest schnell. Und dann machen wir es schnell. Weiter geht's. Das war ein bisschen Schock, ja. Und da hatte ich so die Idee von, okay, Franz Josef wird gewinnen. Dann haben wir hier noch mal ein anderes Tartar. Der ist auch sehr liebevoll hergerichtet. Ja. Krustentier-Tartar oder Fisch-Tartar? Tja. Krustentier. Lass mal probieren. Dieser Punkt, da würde ich noch mehr kleiner. Ist auf alle Fälle italienisch. Ich war unglaublich gespannt. Sie haben so die tolle Note von den Pinienkernen. Dann haben Sie ja unten das Kräuteröl ganz, ganz toll. Die Frische von den Tomaten. Fand ich sehr cool. So. Auch sehr auf den Punkt. Ich muss sagen, hier, Mama Mia, wird es ganz, ganz schwierig zu entscheiden. Ja? Ich fand das nicht so gut wie unser Urteil. Entschuldigung. Das war ein Bombenlöffel. Ganz, ganz schwer. Du schaust ja immer auf die Augen des Gastrobers und versuchst zu kapieren, ja, wenn er auf den mehr guckt, dann hat ihm besser geschmeckt. Ja, jetzt muss man halt mal schauen, was wir hier entscheiden, ja? Genau. Oh, ich werd verrückt. Diese Hin- und Hergreiferei, die macht dich wahnsinnig. Und die Christi was gesagt, dann ist er wieder hin. Dann ist er wieder hin. Der war jetzt fertig. Also, welcher Koch muss unbedingt in die nächste Sendung? Dreh bitte den Teller des besseren Löffels um. Dieser Moment ist, man kann sich das einfach nicht vorstellen, was da in einem vorgeht. Die Nerven liegen dir durch deinen ganzen Körper und du denkst nur, ich will nicht nach Hause. Ich würde beide in die nächste Runde schicken, ja? Das geht leider nicht. Geht einer nicht? Muss, einer darf. Es ist im Hand von Herrn Beck. Ist das der Bessere? Für mich war der Drops da schon gelutscht eigentlich. Der beste Löffel gewinnt? Nee, das ja. Ah! Oh nein! Oh. Herr Beck, Sie machen mich fertig! Der ist 9 Wochen lang, ja, 18 Herzinfarkte ungefähr. Oh. Richtig gedacht. Ha? Gut. Ja? Darf man Gastjuroren würgen? Nur kurz. War sehr gut gemacht, Herr Mann, muss ich sagen. Nur kurz. Ja. Super stolz, super happy. Diese Entscheidung, mir fehlen jetzt noch die Worte. Woran lag es denn bitte? Ach, der war verspielter, ja. Der war ein bisschen kreativ, frischer, war einfach noch eine kleine Idee italienischer. Lieber Franz Josef,
Ja, du siehst es hier an diesen vier goldenen Sternen. Du hast Großartiges geleistet in dieser Entscheidungsschlacht, die wir jetzt hatten. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, da den Test zu verlassen, weil das sind Millimeterentscheidungen, geschmackliche. Und da kann man auch mal, so kann man auch mal ausscheiden. Ich bedanke mich, du hast es sensationell gemacht, Franz Josef. Vielen Dank, wirklich. Herr Beck, noch nie hat hier ein Casio uns alles so an den Rand gebracht. Heinz, du darfst auf jeden Fall wiederkommen. Ich glaube, das war eine Ehre für uns alle, für jeden Kandidaten, für jeden Coach und vor allem für die Sendung The Taste. Das war ganz toll, ja, was du da gemacht hast. The Taste ist hart, fordernder Wettkampf, entwickelt aber auch starke Charaktere. Franz Josef, Italien hat dir in dieser Runde leider kein Glück gebracht. Ich werde ihn vermissen, auf alle Fälle. Ciao, ragazzo e ragazzi, della Milano, Turin, Sicilia, spaghetti ice carbonara. Ciao.